Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Mit dabei ist wieder der Killbill 158. Yeah. Ich grüße ihn. Wir spielen die Übersetzung von den Star Trends, speziell Felix Down. Und im letzten Part sind wir 25 Minuten im Kreis gelaufen, um dann festzustellen, hey, wir hätten nicht nach rechts gehen müssen, sondern geradeaus. Das ist so simpel. Nach oben. Ja. So, jetzt ist hier Borgan. Boah, 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 boah. Ihr werdet nicht gehen. Meint er? Das sieht ja geil aus. Ja, ne? Überfall. Schönes Ding, schönes Ding. Den kannst du einfach umnieten. Einfach umnieten. Einfach umnocken? Ja. Einfach so draufhauen. Ja. Einfach blab. So. Bäm, Jung. Fluch. Aha. Borgan. Geil. Borgan sehr schwach sein. Borgan böse. Maria Initiative runter und dafür Strength hoch. Cool. Das ging einfach. Oh Gott. Erdbeben! Nein! Indiana Jones Action! Lauf, Schlampe, lauf! Nein! Kann nicht länger! Jetzt! Flieht! Ich lass dich nicht allein! Geh! Josef! Nein! Oh, nein, er hat sich mit diesem Stein vereint. Josef! Josef! Komm zurück! Er ist weg. Du, du musst rausgehen, ja? Ja, ich wollte mal noch gucken, ob Josef vielleicht da oben doof rumsteht. Nein, ey, jetzt sind wir bloß noch zu zweit, ey. Ohne Scheiß, leck mir am Arsch. Josef hat sich geopfert. Oh, wir sind draußen, Alter. Oh, wir sind draußen, okay. Er hat sich geopfert. Achtung, pass auf, ich drücke jetzt auf Eve zum Speichern, ja? Mhm. Oh. Er hat sich geopfert, mein Gott. Kriegt man hier ein Schokobo? Josef, nein! Nein, kriegen wir nicht. Wir müssen jetzt da runter in den Kreis. In den Kreis der Hölle. Entweder immer ins Flugschiff oder laufen hin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die nächste City und werden uns erstmal in die Kirche einbauen. Wiederbeleben. Einchecken. Ja, genau, mal einchecken. Und dann gehen wir schlafen. Einchecken. Check, check, ein. Alter. Also, wir haben ein Viertel der Geschichte geschafft. Echt jetzt? Wir haben ja nach x-tausend Stunden Spiel schon ein Viertel ungefähr gepackt. Ja, keines. Das ist echt gut. Wir sind gut. Wir sind richtig gut. Ja, wir sind echt gut. Ja, wir ziehen's durch. Soll das durch. Heißen. Wir macht's. Wie durch. Der Fisch, durch. Wir ziehen's durch. Wir machen's. Was machen wir als nächstes eigentlich, wenn wir das durchgezogen haben? Ja, weiß nicht. Werden wir mal sehen. Ich hätte ja eine Idee. Mal was Lustiges. Was Lustiges zum Beispiel? Day of the Tentacle? Nee, das ja, hat ja jeder schon gemacht. Ja, stimmt. Nee, und zwar. Wer hat das gemacht? Der Erik? Ja. Ja. River City Ransom. River City Ransom? Oh, das ist aber echt hart, das Spiel, ne? Was ist das? Das ist easy. Geil, das ist hart. Nein, nicht der Teil. Nein. Doch. Nein. Nein. Ein Prügel. Ein Prügel, Street Prügel. Ja, ich weiß, ich kenne es, ja. Und das ist richtig gut. Das ist sozusagen. Oder anders gesagt, die Charakter aus River City Ransom wurden dann nochmal verwendet in diversen anderen Tecmo-Games. Ja, genau. Zum Beispiel das berühmte Nintendo World Cup. Ja, genau. Stimmt. Ist ja auch ein Tecmo-Spiel. Ist ja eben auch ein Tecmo-Spiel. Tecmo, nicht Tecmo. Ja, Tecmo. Ich traue mich gar nicht, den Leuten zu sagen, dass Josef down ist, ey. Obwohl, es genauso geschrieben. Tecno. Es wird genauso geschrieben. Technos. Plus, dass sie ein S am Ende haben. Sprecht, ihr sprecht ein Gebet. Ein warmes Licht berührt euch. Aus der Ferne ertönt eine Stimme. Bitte 500 Gil. Musst du dir vorstellen, das Spiel, das wurde von Technos Japan in Japan rausgebracht. Also hier River City Ransom. Mhm. In Amerika von der Firma American Technos Inc. Mhm. Na, also, quasi eine Zweitfirma von denen in Amerika. Und hier in Europa von Infogrames. Mhm. Also, du meinst Orphogramm? Infogrames. Orphogramm. Nee. Infogrames hießen die. Du meinst die Firma mit der Ratte als Logo? Genau. Das ist Orphogramm. Das ist aber ein I am Anfang. Das ist französisch. Oh, okay, damit du das sagst. Das ist, glaube ich, eine französische Firma. So, jetzt wollte ich gerade hier ganz episch vorlesen, was jetzt der Geist von China sagt. Warte.
Verlorene Seelen, verlasst das Reich der Dunkelheit. Hallo, ich bin ein Engel. Bam, Junge. Bam, Alter. Schönes Ding. Alter, voll krass, ey. Guy ist wieder alive, Mann. Und warum haben... Weißt du, den zermatschten Josef hätten die doch auch noch mitnehmen können. Er hätte mir den jetzt hier belebt. So einfach ist das. Oh. Naja. So, jetzt gehen wir erstmal hier... Hast du eigentlich Mythrisch-Schild gekriegt, ne? In dem Ice Cave. Also in der Eishöhle. Ich muss jetzt hier allerdings mit der Frau... Die läuft vor uns weg! Mit der reden, weil Josef ist ja down. Ich werde mich um Nelly kümmern. Das schulde ich Josef. Mondglocke. Ja, okay, die weiß also schon, dass Moses. Moses ist down, ja. Und Josef auch. Vater, komm dich zurück, Mondglocke. Moses-Glocke. So, dann gehen wir mal sleeping. Sleepy Hollow. Jetzt machen wir einen auf Pummeluff sozusagen und lassen uns hier mal einschläfern. Pummeluff. Gute Nacht. Und dann müssen wir pom 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 und dann holen wir den Stift raus, quietsch quietsch und so und bemalen. Also Bescheid. Ist klar. Ja. So. Wir sind wieder voll auf krass, Mann. Speichern. Nur auf Landkarte speichern, Mann. Okay. Was willst du sagen? Josef hat sich geopfert. Ja, Josef ist ein Held. Was ist mit Josef? Der ist down, Junge. Josef hat sich geopfert. So, Mutti, komm, verpiss dich. Josef ist tot. Josef ist down. Der geht down. Ja, So. Sehr gut. Ich habe jetzt gewartet, bis die Frau sich da nach unten begeben hat. Okay, jetzt können wir erstmal hier voll fett speichern, ja? Safe, Mann. Auf Slot Number One. Okay, wir haben jetzt hier die Glocke. Mit der Glocke müssen wir jetzt nach ganz rechts wieder zu dem Kreis, ne? Da. Zu dem Kreis, ja, richtig. Also, warte, ich nehme genau uns, richtig. Also. Dahin. Ja. Scheiß die Wand an, okay. Let's go. Da kann man mit dem Luftschiff hinmachen, ne? Ja, das kostet aber wieder 400 Gil, ey. Ach, nee, ich hab kein Schiff. Bist ja so ein Mädchen. Warum ist das Schiff nicht da? Scheiße. Bam, bam. Muss ich da echt mit dem Schiff zurückfahren, damit das Schiff wieder da ist? Boah, ist echt fies. Ja. Ja. So ein blödes Schiff. Total blöd. Dummes, kleines Schiff. Warte, ich check erstmal, wo das Schiff sein könnte. Ey, komm, das Stückchen können wir jetzt auch noch laufen. Nö. Tja? Warum? Sag mir einfach, warum. Warum ist die Erde rund? Ist die Banane krumm? Das sind die Fragen, die sich die Menschheit stellt. Weil niemand in den Urwald ging und sie gerade gut. Ja. Korrekt. So war's, ne? So muss es gewesen sein. Es gibt keine andere logische Erklärung. Es gibt keine Alternative dazu. Strength up. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh doch. Zombie-Schnetzel. Oh Zombie-Geschnetzeltes. Oh ja. wir müssen mal mit den Leuten auch unterwegs mal mehr zaubern. Damit die ein bisschen mehr MP bekommen. Damit man Notfall halt mit denen heilen können, ne? Ich werde das hier gleich mal machen. Pass mal auf. Marquis, heil auf sich. Sie, Kampf auf den. Er, Marquis, heil auf sich. Ja, Marquis. Gut. So, damit wir hier mal klarkommen, mach ich mal geschichtsmäßig. Ja, mach mal ein bisschen, gib mal ein bisschen Geschichte durch. Nun, da ihr die Mondglocke habt, begebt euch nach Kashun. Im Südwesten von Altea, beziehungsweise Südosten von Barfos. Inmitten der umzingelten Gebirge. Oder lasst euch von Zinterten fliegen, da die Gegner im Bereich von Kashun extrem harte Nüsse sind. Also, die haben harte Nüsse. Alles klar. Okay, wir sind drin. Also, mit dem Sternenfeuer, das im Hof des Schlosses brennt, könnt ihr im Moment noch nichts anfangen. Also lasst es erst einmal beiseite. Benutzt die Mondglocke, um das Tor zu öffnen und betretet das Schloss. Okay, wer? Bald schon trefft ihr auf Gordon, der tatsächlich nicht aus Feigheit aus Altena geflohen ist, sondern sich selbst auf die Suche nach der magischen Laterne gemacht hatte. Okay.
reicht das mal? Pass auf. Jetzt reicht das mal, weil wir haben jetzt nur noch 5 Minuten Part. Na, trotzdem, da ihr dieselben Motive habt, schließt er sich euch sogleich an. Punkt. Der Klang der Mondglocke öffnet das Tor. Woo! Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eier. Kommt der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Gordon, ich habe die Laterne gesucht, aber die Monster sind zu stark. Too strong. Sie ist irgendwie irgendwo im Schloss. Bitte helf mir. Mondglocke! Was denn? Der hat die Glocke gesucht, aber ich hab die doch in der Hand. Nein, das Feuerdings hat er einfach gesucht. Achso, der will eine Feuerglocke. Nein, die Laterne will er haben. Für das Feuer dann. So. Okay, kein Problem hier. Monster, kein Ding, ey. Ich mach die alle platt, ey. Ich hau den so einen rein. Wieso haben die für 1000 Grün genommen? Das wäre auch blau oder so gewesen. Warum blau? Wir sind hier nicht auf Wasser. Wir sind hier umgeben von Gras und Berg. Achso, meinst du? Ja, das haben wir ja gesehen. Das könnte sein. Ja, nee, stimmt, das ist grün, gut. Oh, wie aussieht, ja, wie so ein Rutschungsfoto. So. Scheiß auf Medizin! Die Mucke ist cool. Ich muss sie irgendwann wieder ein bisschen lauter machen, die hat sich verändert. Glaube ich. Du denkst. Hast du dein Mikrofon umgestellt? Nein. Du bist jetzt leiser geworden. Und es rauscht weniger. Ja, ich habe mich mal angelehnt, ja. Ach so, okay. Ach, siehst du, wir wollen ja bei der Aufnahme. Ja, das können wir beim nächsten Mal machen. Ja, dann muss das mal. Oh, hier Heiltränke, perfekt, Alter. Geilo Scheiße. Geilo Scheiße, Mord. Oh, hallo, Heil. Dahin. Heil. Die Heiltränke, das ist dann unser letztes Notvorrat-Dings, ne? Ja, können wir mal. Guck, dass das Feuer, siehst du? Mhm. Scheiße, soll ich jetzt hochgehen oder soll ich durch die Tür? Ich check erstmal die Tür, wa? Ja. Kann bloß eine Sackgasse sein. Oh, Gordon ist ja auch dabei. Hey. Okay. Ja, Gordon hat sich doch angeschlossen. Ja, stimmt, aber Gordon ist schwach, ey. Ja, Gordon ist ein Schwächling, genau. Ah, der Fuck, das war natürlich eine Sackgasse. Oh nein, eine Schildkröte! Fuck! Oh mein Gott. Okay, pass auf. Aber wir haben ein was gemacht. Easy peasy, ja. Wir nehmen jetzt hier nämlich Eis auf das Viech. Und dann machen wir jetzt hier Magie. Eis auf das Viech, ne? So, warte mal auf, dann machen wir jetzt hier Marquis, Heil auf Gordon, damit er uns hier nicht wegstirbt, die Sau. Und Gordon, hat Gordon Magie? Nee, ist ja klar. So, und Gordon wird jetzt hier kämpfen. So. Alamanta. Adamanta. Adamanta. Adamanta, Mann. Da steht aber auch Adamanta. Ja, das ist Abkürzung. Wer Final Fantasy schon oft gespielt hat, der weiß, dass die Adamanta okay. Das ist halt dein, das hast du halt auch gespielt, ne? Hier, Gordon, check this! Da muss ich ja auch sagen, eigentlich, ne? Du spielst gerade den schlechtesten Teil. Deswegen eigentlich, naja, um in Final Fantasy reinzukommen, müsste man eigentlich einen anderen Teil spielen, damit es dann dir auch im Video gefallen hat. Teil? Nee, das nicht. Bester Teil ist immer noch der 7, freilich. Ja, ich hörte davon. Theoretisch könnte man den sogar spielen, es gibt mittlerweile eine neue Übersetzung davon. Weil die Originale vom 7. Der ist sogar vor 2-3 Monaten erst rausgekommen, ne? Hat sich einfach hingesetzt, muss man überlegen. Sollte da nicht irgendwie was auf Steam rauskommen? Der ist doch schon lange rausgekommen auf Steam. Achso. Ja, darum geht's nicht. Nee, es geht drum. Der hat sich einer schon vor Jahren hingesetzt. Und er hat gesagt, gut, die Übersetzung, die sie damals gemacht haben für Final Fantasy 7, ne, in Deutscher, stammt ja aus dem Englischen. Und die Englische war schon bekannt dafür, dass sie nicht so hundertprozentig aus dem Japanischen richtig übersetzt hat. Okay. Und dann nochmal ins Deutsche übersetzt, kam dann ja teilweise Schwachpunkt raus, manche Rätsel konnten wir gar nicht mal richtig lösen. Und das Schärfste ist die Dialekte. Normalerweise in der japanischen Originalfassung hatte jeder Charakter einen Dialekt. Ja, nee, das kannst du nicht mit übersetzen, das kommt nicht cool. Ja, aber es hat einer gemacht, also der hat sich jetzt die japanische Fassung nochmal hergenommen. Ja, was willst du denn am Deutschen nehmen? Ja, Deutschen, das hat er gemacht. Bayerisch und Schwedisch, Schwabisch und so. Dialekte, ganz ehrlich, sind im Deutschen, also Spieler und dann, also deutsch übersetzte Spieler mit Dialekt, das ist einfach lächerlich. Na, das ist schon ganz cool gewesen. Auf jeden Fall, auch die Rätsel sind jetzt wieder korrekt. Und da hätten wir vielleicht eine Idee, das könnten wir vielleicht auch machen. Final Fantasy 7, auch eine Idee. Es gibt da ja schließlich, wie gesagt, eine Übersetzung. Ratten. Böse Ratten. Ah, Gordon ist tot. Egal. Gordon steht nur im Weg. Ja. Gordon ist auf Türstopper. Die Monster sind zu stark, ich bin Gordon. So. Nee, Gordon ist ein Türstopper. Ja.
auf vier Taschen. So. Der legt da halt aber echt auf die Schnauze gefallen, wäre geil. Ja. Also, ihr könnt ja noch entscheiden, könnt auch in den Kommentar reinschreiben, ob ihr jetzt nur Final Fantasy River City Ramson haben wollt oder Final Fantasy 7. Oh, das war gerade ein neuer Gegner, ich hab den einfach mal platt gehauen. Echt? Ja. Wolltest du einfach? Okay. Safe, bevor ja wieder ein Gegner kommt, ja, gucken wir noch rein. Okay, kommt kein Gegner. Was würdest du sagen? Final Fantasy. Ich wäre sogar für was ganz anderes. Zum Beispiel, ach, wie heißt denn das? Sasuke Ninja oder irgend so heißt das. Was? Was ist das denn? Das ist auch so ein Spiel von der Art. Blind! Nee, ich spiele ja nicht die Art spielen, sondern ich spiele ja eine Übersetzung spielen. Ach nein, genau, davon gibt's doch gar keine Übersetzung. Von Sasuke Ninja Dingenskirchen. Das ist nur, deswegen, ist nur Japano. Deswegen, nee, dann machen wir das nicht. Aber das wäre doch mal was. Das hatte ich in dem Red Scorpion schon mal vorgeschlagen. So, pass auf, wenn ich den jetzt hier besiegt habe, wie die einfach weggehen und Gordon da auf der Schnauze liegen lassen. Okay. Pass auf. So, boom, ja, kaputt, und jetzt gehen die weg. Super Treffer, Fluch. Ja. Ja, Fluch und jetzt freuen die sich, juhu, besiegt, zack, und lassen die einfach da liegen. So, mach's gut, Gordon. Und zwar Daylight Dark. Ich glaube, es heißt Dark. Darklich. Also dunkler Untoter. Das kann sein, ja. Aber, nee, doch, Final 7 wäre echt ein Ding, du sagst dir. Es wären zwar zigtausend Parts, aber das ist ein geiles Game, geile Story. So, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ihr könnt entscheiden, welches Spiel wir lieber spielen sollen. River City Ransom oder Final Fantasy 7 oder vielleicht sogar Retro City Rampage. Davon hab ich ja schon mal angespielt für euch in so einem kurzen letzten Test oder wie man es auch mal nennen möchte. Oder, falls ihr Vorschläge habt, was man vielleicht trotzdem spielen könnte, was ihr euch wünscht, immer her damit, rein in die Kommentare, postet bei Facebook auf der Seite facebook.com/loveandgrace.de. Ihr findet den Link natürlich auch in der Videobeschreibung drin, ist ganz klar. Oder ihr guckt mal bei loveandgrace.de vorbei, da könnt ihr auch die Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt es per E-Mail an help@loveandgrace.de. Ne? Weißt du Bescheid? So, jetzt habe ich endlich mal richtig cool gepusht am Ende. Das muss ich eigentlich am Anfang machen, damit die Leute gleich wissen: Boah, boah, der macht YouTube, der hat Facebook, hat sogar eine eigene Domain, wo ich kommentieren kann. Der ist richtig gut, da drücke ich auf Abo. auf da drücke ich auf Dislike. Nein, Daumen hoch. Na, von mir ist auch Daumen runter, ja. Hauptsache Interaktion, aber besser Daumen hoch, ey, weil voll fett, man. Also, wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Und immer schön Abo und Daumen hoch und Like drücken und kommentieren und bla 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 bla. Und empfehlt mich einfach euren Eltern, euren Großeltern, euren Verwandten, Onkeln, Tanten, Schwestern, Brüdern und den Nachbarn. Die Nachbarn sind die wichtigsten übrigens, ja, weil die stehen immer auf sowas, wenn du dann sagst, ey, guck mal, das ist voll geil. So. Wahrscheinlich sowieso demnächst auf YouTube kleine Videos, die am Anfang da kommen, dann nervst du Leute auch noch damit. Genau. So, jetzt genug hier rumgeflaxt, ne? Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.